Die Tora, eine Einleitung. Es folgt eine Zusammenfassung der Einleitung in die Tora von Rabbiner W. Gunter Plaut, die 1981 in den USA unter dem Titel The Torah, a Modern Commentary erschien und die auch in deutscher Sprache als Die Tora in jüdischer Auslegung aus dem Gütersloher Verlagshaus erhältlich ist. Da es sich hierbei um ein sehr ausführliches, übersichtliches und gut illustriertes Kommentar handelt, kann ich dieses jedem Interessierten wirklich ans Herz legen. Bei den biblischen Texten in der besagten Ausgabe handelt es sich um eine revidierte Fassung der Tora-Übersetzung durch Moses Mendelssohn, der 1762 bis 1786 lebte. Für mein Projekt wird mir allerdings die Tora-Übersetzung von Rabbiner Simon Bernfeld dienen, der von 1860 bis 1940 lebte. Bevor ich mit der Zusammenfassung der Einleitung in die Tora beginne, möchte ich den interessierten Hörer auch darauf verweisen, dass sämtliche Texte der Tora in hebräischer Sprache auch im Internet abrufbar sind. Zum Beispiel auf der Internetseite der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Link in der Beschreibung. Jetzt folgt also meine Zusammenfassung der Einleitung in die Tora von Rabbiner W. Gunter Plaut. Die Tora oder zu Deutsch die Weisung wird der erste Teil des Tanachs genannt, den Schriften, auf welchen das Judentum beruht, und ist somit ein wesentlicher Teil der jüdischen Bibel. Auch die christliche Bibel beginnt mit diesen Schriften, sie nennen sie Altes Testament. Juden lehnen diesen Begriff allerdings ab, da er impliziert, dass es ein neues Testament gebe, welches nicht zur jüdischen Tradition gehört. Einige Menschen halten die Tora für Gottes Wort, welches Mosche am Berg Sinai gegeben wurde. Jedem einzelnen Wort, welches in der Tora steht, messen sie daher eine große Bedeutung bei. Denn Gott ist unfehlbar und hat immer Recht. Diese Position vertreten vor allem orthodoxe Juden und fundamentalistische Christen. Reformjuden, wie der hier zu Wort kommende Gunter Plaut, lehnen diese Position ab. Sie halten die Tora für Schriften, die von Menschen erdacht wurden. Sie halten sie damit für eine Aufzeichnung dessen, wie sich das jüdische Volk zu Gott und zur Religion positionierte. Die Tora ist wahrscheinlich nicht das tatsächliche Wort Gottes, dennoch spielt sie für Millionen von religiösen Menschen eine wichtige Rolle und das über Jahrtausende hinweg, bis in die heutige Zeit. Das liegt auch daran, dass die Tora weitgehend ein Moralbild vermittelt, das bis heute Gültigkeit hat, und sie erzählt von menschlichen Erfahrungen, Beziehungen und Ereignissen, welche die Zeit überdauern und bis heute Aktualität haben. Damit hebt sie sich gegenüber allen anderen Werken ihrer Zeit ab. Viele spirituelle Menschen haben ferner das Gefühl, Gottes Stimme in sich zu hören und führen quasi Dialog mit Gott. Vielleicht ist das auch Gottes Art zu sprechen, durch uns, durch Menschen. Es ist allerdings nicht möglich, in jeder Passage der Tora einen eindeutigen Sinn herauszulesen und zu erkennen, ob es sich dabei wirklich um Gottes Wort handelt oder vielmehr eine Welt aus den Augen der damaligen Menschen spiegelt, die durch teils fehlende Erkenntnisse, die wir heute besitzen, zu anderen Schlüssen und Annahmen führen, als wir es heute vielleicht hätten. Und es ist nicht auszuschließen, dass auch Menschen in der Zukunft zu anderen Schlüssen gelangen werden, als wir es heute tun. Wer sich erhofft, durch das Lesen der Tora die einzig richtige Einstellung zur Welt und sozusagen eine Verhaltensrichtlinie zu erlangen, wird enttäuscht werden. Denn was die Tora tut, ist Fragen aufwerfen über menschliches Handeln, Beziehungen und die Ausübung ihrer Spiritualität. Und sie regt zum Nachdenken über diese Fragen an. Diese Fragen können je nach Epoche in unterschiedlichem Licht betrachtet werden, haben dabei jedoch eine zeitlose Gültigkeit. Das Verstehen der biblischen Texte wird einerseits dadurch erschwert, dass sie in einer Zeit niedergeschrieben wurden, die uns heute fremd ist. Es fällt uns schwer nachzuvollziehen, was die Menschen damals beim Hören dieser Geschichten fühlten und welche Erkenntnisse sie daraus zogen. Des Weiteren kennen die meisten Menschen nicht die Originaltexte, sondern nur Übersetzungen derer. Und wie Plaut in seinem Kommentar völlig richtig bemerkt, ist bereits jede Übersetzung eine Interpretation eines Textes. So wie zum Beispiel auch eine Zusammenfassung eines Textes bereits eine Interpretation eines Textes ist. Er warnt davor, dass, ich zitiere, ein wörtliches Verständnis der Tora zu schweren Missverständnissen führen kann, Zitat Ende. Höchstwahrscheinlich gab es zu keiner Zeit eine jüdische Mehrheit, die tatsächlich die vollständige Tora wortwörtlich verstanden hätten. Es bedurfte stets gebildeter Menschen, die die Schriften ausgiebig studierten und interpretierten.
Nun zieht Plaut in seinem Kommentar eine Parallele zwischen den Legenden der Tora und der heutigen Geschichtsschreibung. Er erinnert daran, dass es auch heutzutage kaum möglich ist, den tatsächlichen Verlauf der Historie fehlerfrei niederzuschreiben und daher selbst die heutige Geschichtsschreibung stets als eine Deutung der geschichtlichen Abläufe verstanden werden muss. So können auch die Legenden der Tora als die ersten Interpretationen und Umschreibungen des menschheitsgeschichtlichen Verlaufs im Allgemeinen und dem des jüdischen Volks im Spezifischen verstanden werden, die sich Menschen über die Generationen hinweg mündlich weitergegeben hatten. Durch Geschichts- und Religionsforschung geht man heute davon aus, dass die Tora von mehreren Autoren stammt. Da ist zum Beispiel die unterschiedliche Verwendung des Gottesnamens. Teilweise widersprechen sich auch einzelne Berichte in den Texten und weisen ganz unterschiedliche Schreibstile auf. Wie genau die Tora entstand, ist bis heute eine ungeklärte Frage. Eine sehr verbreitete Theorie ist die Urkundenhypothese. Nach dieser Theorie gibt es vier ursprüngliche Autoren, die mit den Buchstaben J, E, P und D abgekürzt werden. J steht für Jahwist, E steht für Elohist, P steht für Priester und D steht für Deuteronomist. Ich gehe jetzt hier nicht weiter auf diese und andere Entstehungstheorien ein. Jedem Interessierten steht aber natürlich die weiterführende Recherche dazu frei und ist auch sehr zu empfehlen. Nur zur zeitlichen Einordnung sei festgehalten, dass Plaut davon ausgeht, dass die Tora in der Zeitspanne von 950 bis 450 vor der Zeitrechnung entstand und nicht geklärt ist, wann die Tora ihre heutige Zusammensetzung erhielt. Da ich Plauts Kommentar für mein Projekt häufiger nutzen werde, möchte ich noch die drei Fragen erwähnen, die er sich beim Kommentieren jedes Abschnitts gestellt hat. Erstens, was meinte der Text ursprünglich? Zweitens, wie wurde er im Lauf der Geschichte verstanden? Und drittens, was kann der Text für uns heute bedeuten? Besonders durch die zweite Frage wird betont, dass er die Tora trotz der Tatsache, dass sie vermutlich nicht als zusammenhängender Text verfasst wurde, dennoch als Einheit betrachtet. Denn so wurde sie über viele Jahrhunderte hinweg wahrgenommen. Hier beende ich die Zusammenfassung und werde in der nächsten Folge mit dem Vorlesen des ersten Teils der Tora, dem Teil Bereshit, zu Deutsch in der Wüste, beginnen. Vielen Dank fürs Zuhören.